So, willkommen zu einem Extra-Part von Paper Mario Sticker Star. Ihr seht, ich habe Welt 2 durch, war dabei im letzten Part aber erst bei 2-3 stehen geblieben. Also bei Treibsandruinen. Und das werde ich jetzt. Ja, oder? Wir können es probieren, es schnell durchzuspielen. Also ich werde in diesem Part mehrere Level in schneller Weise durchspielen. Ich werde euch jetzt zeigen, wo der Secret Exit ist. Und der Ausgang war nämlich genau da, wo wir letzte Mal andauernd in die Stacheln gelaufen sind. Genau da war der Secret Exit, Ausgang, also jetzt rechts. Dann müsst ihr über diese ganz links, liegt der ein Sarg schief. Da müsst ihr hochlaufen und dann über die Särge drüber. Dann kommt ihr zum Ziel. Und hier ist der Secret Exit. Also ihr müsst, wenn ihr oben ankommt, den rechten Gang nehmen, dann runter, den linken Gang und nochmal, den rechten Gang, so rum. Da müsst ihr zweimal machen. Ansonsten kommt ihr nicht zu dem Stern. Dann müsst ihr, ich zeig das jetzt mal, wie war das gleich? Auf jeden Fall müsst ihr irgendwo hier runter. Ich denke mal hier. Dann kommt ihr hier lang. Und dann könnt ihr hier durch. Dann springt ihr hier runter. Knochen trocken drin. Nicht aufmachen. Hier ist ein Sticker. Und hier ist ein Durchgang. Dort geht ihr rein. Dann kommt ihr hier hoch. Dann geht ihr hier durch. Seid unten. Dann macht ihr diesen Sarg offen. Und daraus kommt Sand. Der füllt euch dann diese Fläche hier. Und oben sackt der Komet ab. Dann könnt ihr ihn holen. Und die Dingste haben wir letztes Mal alle gefunden. Das waren alle. Also den Baseballschläger, die Lupe und den Presslufthammer. Dann geht ihr hier hin. Hier ist ein Sandsturm. Wenn ihr dann hier weiterlauft, also ihr müsst dann gegen den Wind laufen, dauert ein bisschen, nein, eigentlich nicht, dann den mal kurz ausweichen und dann steht hier ein Tornado und hier an dieser Stelle könnt ihr etwas papierisieren. Dazu braucht ihr dann den Staubsauger, den wir in Stickers Förde gefunden haben. Das ist dieser Hafen. Das war schon wieder mein Handy. Und dann setzt ihr ihn ein, dann saugt er den Sand weg. Das Ding hier ist der Tornado, der fällt dann um. Und hier ist alles leer. Und der dort weint. Dann holt ihr euch den Wasserhahn.
könnt ihr euch ja kaufen. Ich zeige euch gleich noch kurz wo. Den setzt ihr dann da hinten an diesem, ja, blauen Wasserpot ein. Hinten rechts, seht ihr. Dann könnt ihr ins Haus. Und dort etwas sammeln. Und zwar diese Schatztruhe hier. Dort ist eine Tafel drin. Die braucht ihr nachher, sage ich euch jetzt schon mal, um... Boah. Wer ist das? Den zweiten Boss zu machen. Und oben auf dem Dach ist noch ein Sirup-Eis. Dazu müsst ihr auf das Bett springen, dann rechts die Rollon hochmachen und dann auf dem Balkon, oben aufs Dach. Da ist noch ein Sirup-Eis. Und ansonsten, wenn ihr das gemacht habt, hier rein wart, ist hier der Komet. Der fliegt in dem Wirbelsturm rum, wird mit dem Staubsauger eingesaugt, aber später wieder ausgespuckt. Okay, jetzt kommt. Hier kommen nur wenige Münzen, weil ich das Level schon 1000 Mal gespielt habe. Beziehungsweise 3-mal. Dann ist hier in der Yoshi Swings, wenn ihr oben am Kometenteil seid, geht ihr links in diese. In die Tür. Dann geht ihr die Treppe hoch. Nein, doch, ihr geht die Treppe hoch. Dann steht rechts von euch ist eine Pappwand. Ihr geht dann durch diesen Durchgang. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und kommt dann hinter die Pappwand mit den beiden Sockeln. Da schlagt ihr gegen. Die Pappwand fällt um. Dann könnt ihr da hochlaufen. Und dann sind da zwei Lichteinwürfe. Also wo Licht reinkommt. Da haut ihr gegen. Dann fällt das um. Dann kommt ihr aus den Augen von Yoshi. Von der Yoshi Swings raus. Auf die Nase. Da springt ihr runter mittig. Dann landet ihr auf der Zunge. Kämpft noch gegen Kamek, der eure Sticker in Latschen verwandelt. Das heißt, merkt euch am besten genau, wo Sticker sind, die ihr nicht braucht. Dann bekommt ihr den zweiten. Und den dritten, die dritte Tafel ist hier. Dann kommt ihr zu diesem Level. Wenn ihr alle drei Tafeln habt, geht ihr hier hoch. Und hier ist dann ein lilanes Feld, wo ihr drei dieser Riesentafeln einsetzen könnt. Das macht ihr, geht in Papierisierungsmodus, setzt die Tafeln ein und dann erscheint dieser Turm. Der hat ca. 5 Stockwerke. Wenn ihr im dritten angekommen seid, ist dort ein Ausgang. Da geht ihr raus. Also das seht ihr. Dann kommt ihr. Ich gehe mal kurz dahin. Hier, diesen Ausgang meine ich. Hier raus. Dann kommt ihr hier raus. Geht in diese Röhre. Dann kommt ihr da unten raus. Schlagt dann gegen die Wand. Und kommt dann. Ja, da unten hin. Das heißt, das ist eine Abkürzung, wenn ihr das Level nochmal neu macht. Hier müsst ihr dann Rätsel bestehen, indem ihr Sticker an der richtigen Seite auf der Tür einklebt. Ihr müsst genau auf die Symbole an der Wand achten. Sorry, dass ich jetzt
Welt 2 nicht Let's Play, aber die Welt, die war echt scheiße schwer. Obwohl das jetzt so einfach sich anhört, aber ich habe Stunden gebraucht, bis ich das mal gefunden habe. Stattdessen, achso, und ich gebe euch noch einen Tipp. Den Baseballschläger, den ihr in Treibsandruinen findet, braucht ihr für den Boss. Denn der hat verdammt viele KP. Das ist ein Poké, ein riesen Glitzer-Poké. Der hat 300 KP. Und wenn ihr, ja, dann würde ich ein bisschen gegen ihn kämpfen, bis er alle seine Körperteile ausgefahren hat. Also ganz groß ist. Das macht er so nach und nach. Dann setzt ihr den Baseballschläger ein. Das, ich glaube, der Baseballschläger schlägt dann zu. Und jedes Körperteil, was der wegschlägt, zockt dem Poké 45 KP. Das heißt, wenn ihr den eingesetzt habt, ist der weit unter 100 KP. Und dann könnt ihr ihn, ja, eigentlich leicht besiegen. Könnt ihr dann noch die Schere benutzen oder den Ventilator. Obwohl, der Ventilator bringt nicht viel. Die Soda-Dose, die wir gefunden haben, weiß ich nicht. Aber ich will euch auf jeden Fall noch was zeigen. Und zwar hier, ist die Gasförde. Und zwar, wenn ihr... kurz überlegen. Ich glaube, das Level zeige ich gleich nochmal. Da mache ich einen kleinen Cut. Weil ihr da nämlich noch einen Sticker findet, und zwar die Glühbirne. Dann geht ihr hier rein. Hier durch. Und dann müsstet ihr in den Keller kommen. Hoffe ich jetzt mal. Nee, da kommt ihr hier hoch und findet den Staubsauger. Der ist immer wieder da. Nee, den brauchen wir jetzt nicht. Dann falsche Tür. Also das ist nur jetzt so ein kleiner Extra-Part, wo ich euch alles zeige. Was ich jetzt nicht Let's Played habe. Weil ich habe gemerkt, solche Spiele liegen mir einfach nicht. Weil das, naja, ich kann sowas eben nicht so gut. Genau, hier ist es noch alles dunkel. Dann setzt ihr die Glühbirne ein, die ihr gefunden habt. Geht hier hoch. Und hier oben drauf liegt der Tod. Sprecht ihr an, dann wacht er auf, springt runter. Und dann ist hier ein Steuerrad. Das könnt ihr dann auf dem Schiff einsetzen. War, wenn ihr dann hier auf den Dock geht, und dann hier drauf springt und hier rein. Da habe ich jetzt das Steuerrad eingesetzt. Das Schiff ist aber leider immer noch kaputt. Und da fehlt noch irgendwas von der anderen Seite. Also hier zwischen die Kisten gehen und dann fehlt da eben noch was. Das weiß ich aber nicht. Und ich habe noch fleißig gesammelt. Und zwar für das Stickermuseum. Wir werden dann im nächsten Part in die Lauballee gehen und da weitermachen. Aber erst zeige ich euch jetzt das Museum. Beziehungsweise noch kurz die Gegenstände.
ich schon alles so gesammelt habe. Hier. Eine Art, ja, habe ich ja jetzt schon erklärt, Schwarzmarkt. Die Schere, der Ventilator, Staubsauger, Wasserhahn, Limonade, die wir in der Wüste gefunden haben, Baseballschläger, den braucht ihr für den Pocky, und die Glühbirne. Presslufthammer haben wir auch gefunden, in Ruinen. Und den braucht ihr auch. Für die Oase. Natürlich nicht vergessen, die Sticker zu papierisieren, indem ihr ihn die da an die Wand klatscht. Oh, ich kann noch einen Sticker einkleben wieder. Cool. Okay, ich werde euch erstmal jetzt... Die habe ich alle eingeklebt. Den Eisenschuh. Insgesamt gibt es 96 Kampfsticker. Also die rechte Seite, die rote Seite sind Kampfsticker. Die blaue Seite sind 64 Dings-Sticker. Hier ist noch nichts. Ja, einige sind noch leer. Ich habe schon einige. Dürften irgendwie so 30 Sticker oder so sein. Oder mehr. Ah, den kaputten Hammer können wir einkleben. Entschuldigung. Damit wären die Hämmer fast komplett. Ich finde noch der große Kala-Hammer. Den bekommt ihr auch in Welt 2.1. Hier haben wir den Grillhammer, den Eishammer. Der kommt, wenn ihr den Grillhammer in eine Box steckt. Zwar nicht hundertprozentig, aber ihr werdet ihn schon kriegen. Ansonsten, den kriegt man, glaube ich, auch in irgendeinem Level. Gut, ein bisschen scharf stellen, sorry. Der Froschanzug, Pickelhelm, am Ende des Let's Plays, wenn ich das Sticker-Museum vollständig habe, werde ich euch nochmal alle Sticker zeigen. Feuerblumen, Eisblumen, Powerblock sind hier. Von den meisten gibt es immer einen normalen Sticker, einen Glitzer-Sticker, ein Color-Sticker und dann kommt der große Sticker, der große Glitzer-Sticker und der große Color-Sticker. Gibt es allerdings nicht von jedem die drei großen, sondern manchmal gibt es nur einen kleinen, einen großen oder die drei kleinen und zwei große. Oder drei kleine, einen großen, wie auch immer. Den bekommt ihr von diesen Sombrero-Guys. Das heißt, hier oben ist die Galerie für die Sticker, die ihr von den Gegnern bekommt. Also von den Spikes, die Kugeln. Von, was haben wir noch? Von den Bombs, die Bomben. Von den Knochen trocken, die Knochen. Und andere kommt später noch. Was in den anderen Welten noch gibt.
Hier haben wir noch nichts. Ich glaube, die obere Reihe ist noch leer. Bis auf... Nee, dann ist er weiter unten. Mal runterspringen. Ich hoffe, euch wieder ist nicht zu langweilig. Ja. Genau, hier ist die Soda-Dose. Steht auch immer der Fundort bei. Die sieht jetzt, glaube ich, nicht. Dann zeige ich euch mal die Beschreibung. Genau. Nimmer feuchte Wüste. Dann... schon so einiges gefunden. Sieht noch ziemlich leer aus, aber ich habe irgendwo im Internet gesehen, es gibt ziemlich viele komische Dinge. Ich werde so nichts sagen, weil eben Spoiler. Naja, werdet ihr ja schon noch sehen, was wir im Laufe des Abenteuers noch so alles finden. Ich kann nur sagen, die Secret Doors, den gibt es auch als Sticker. Ist ja klar, müsst ihr einkleben. Aber ich habe keine Ahnung, wann wir die finden. Auf jeden Fall findet ihr dahinter in manchen Leveln auch noch ziemlich viele Dings-Sticker. Steht noch immer bei. Zum Beispiel Nimmerfeuchte Wüste, Secret Door oder... irgendwie so. Dann steht da eben, welcher das ist. Hieß der Presslufthammer. Den wir in Treibsandruinen gefunden haben. Mit noch keine Ahnung, wofür der gut ist. Und die letzten drei Reihen. Hier dürfte ein bisschen mehr sein. Hoffe ich jetzt mal. Hier ist der Ventilator. Den wir im Flora-Garten gefunden haben. Werde ich auch später noch alle vorlesen und dann werde ich den letzten Sticker, der mir dann noch fehlt, einsetzen. Hier ist der Staubsauger. Sieht auch ziemlich cool aus. Entschuldigung. Den haben wir in Stickers Förde. Ihr seht an der Beschreibung, die Tots wissen nicht, was das ist. Die schreiben mechanisches Dings. Aber ja. Der letzte Part wird dann auch ziemlich lang. Hier wäre der Wasserhahn. Den haben wir im Fluss Höhenfahrt. Nee, das meine ich. Hydroelektrischer Damm. Also, ja, ziemlich komisch eben. Manche Sachen sind auch ziemlich lustig. Okay, das war's. Bis jetzt. Mal eben gucken, wie viele Sticker wir haben. 33 Kampfsticker und 5 Dingsticker.
Kann ich. Ich hätte doch viel mehr Dings, Dicker. Wo ist die Glühbirne? Der Baseballschläger. Die Schere. Ich habe im Moment, glaube ich, auch kein Geld. Münzen. Nee. Auf jeden Fall habe ich nur einen Tipp bekommen. Und zwar hier auf dem Sticker fest. So weiter ihr kommt in dem Spiel, umso mehr wird das wieder aufgebaut. Könnt ihr auch manchmal Sticker mitgehen lassen. Naja. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit Welt 1. Nein, 3-1. Und naja, sollte ich merken, dass mir das Spiel wirklich nicht liegt, weil ich habe keine Lust auf ewig lange Parts, wo ich immer dasselbe Level spiele, weil ich es einfach nicht schaffe, das Level zu spielen, werde ich das Projekt leicht abbrechen. Ich hoffe es mal nicht. Aber naja. Und wegen Luigi's Mansion, das kommt ja morgen raus. Inoffiziell. Offiziell eigentlich Freitag. Aber wie ihr gemerkt habt, Spiele kommen immer einen Tag vor dem offiziellen Release raus. Und da das Spiel sehr dunkel ist, könnte ich mit dem Abfilmen Probleme kriegen. Weil eben die Kamera das nicht schafft. Ich weiß es aber nicht. Ich probiere es. Werde einen Part machen. Vielleicht den Anfang oder so. Und dann seht ihr es ja selber. Ich habe auch keine Capture Card für ein 3DS oder so. Die werde ich mir auch nicht holen. Weil die Dinger eben sauteuer sind und die nicht jeder bekommt. Ich meine, ich weiß zwar, wo man die bekommt, aber die Dinger sind trotzdem sauteuer. Und naja. Auf jeden Fall mal gucken, was das gibt. Okay, dann ciao, bis zum nächsten Part.